Und hier ist nochmal euer Peter Rockabilly. Nochmal ein kurzes Update. Ja, ich bin hier am Bahnhof in Eifeld-Leine. Und wenn demnächst mein YouTube-Kanal besser eingestellt ist, dass ihr auch dann meine Videos kommentieren könnt, dann könnte ich auf jeden Fall sicher sein, im Allgemeinen, da ich ja auch quer durch Niedersachsen unterwegs bin, weil man sucht ja auch auf Haushaltsauflösungen, auf Flohmärkten immer Kleinigkeiten für sein 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum, also für mich. Ich habe, wenn ich irgendwo hinfahre, ob das jetzt nun Kassel ist, Bremen ist, Hannover, wo auch immer, oder wenn ich zu Opa fahre ins Krankenhaus, oder allgemein in den Zug einsteigen, wir haben ja am Zug 3G-Regel, geimpft, genesen, getestet. Das heißt, dort müssen Ungeimpfte sich testen lassen, damit sie Zug fahren können, weil sonst könnte es eine Strafe geben, die in der Höhe sich bewegt von 2.500 Euro. Das Geld haben wir nicht, das wollen wir auch nicht. Und selbstverständlich gibt es auch immer eine aktuelle, frische FFP2-Maske. Die habe ich immer dabei. Also, wenn in Zukunft mein Kanal kommentiert werden kann auf YouTube und der eine oder andere hat irgendwas abzugeben, der kann mich dann über meinen YouTube-Kanal kontaktieren, kann mir eine Nachricht schreiben und wenn mich davon irgendwas ansprechen sollte für mein Museum, dann werde ich ins Testzentrum gehen, hier am Bahnhof bei uns, mich testen lassen, mir gegebenenfalls bei der Apotheke eine neue FFP2-Maske holen. Man gewöhnt sich ja mit der Zeit so an allen dran. Und wie ich schon bereits gesagt habe, auch wenn wir alle irgendwo nicht mehr können und genervt sind, positiv denken, nur so kommen wir weiter. Andere Möglichkeit gibt es erstmal nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch und auf andere auf. Guckt, dass kein anderer zu Schaden kommt, egal ob geimpft oder ungeimpft. Und lasst euch nicht spalten. Euer Peter Rockabilly. Tschüss.